So Leute, weiter geht's in unserem Let's Play Crash Bandicoot 3 Warped. Und ich habe euch in der letzten Ausgabe ja gesagt, dass ich das Spiel auch wirklich noch hab. Klar, ist Platinum Edition, aber ist jetzt für mich jetzt nicht so schlimm, so sehr sammle ich PlayStation 1 Spiele dann doch nicht. Ich hatte eine beachtliche Sammlung früher gehabt. Hab dort so viel verschenkt, ist so ärgerlich, ey. Aber nichtsdestotrotz, wir machen jetzt hier weiter. Und das sieht mir stark nach Endgegner jetzt aus, oder? Wenn's letzte Level jetzt hier ist, Making Waves. Oder Making Waves. Sollen wir mit ihr spielen? Waves, das ist doch schon wieder ein Wasserlevel. Oh. Letzte Ausgabe sind wir ja richtig gut vorangekommen. Also, 4 Level haben wir da gemacht, haben uns schön Leben aufgebaut. Ach, du ahnst es nicht. Luftkunststück. Beschleunigen. So, à la Wave Race. Oh Gott. Die Steuerung ist jetzt hier nicht so gut. Okay. Okay. Gut, das hat jetzt nicht geklappt. Also ich kann ja jetzt ohne springen. Alter, gab's mit dem Paddel eben auf dem Nischel. Habt ihr das gesehen? Aber ich kann ja auch anhalten. Gut, okay. Okay, 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 okay. Wir sind das erste Mal gestorben, Leute. Die Stelle ist mies für mich gerade. Ihr merkt selber, ich werde dann das nächste Mal, wenn wir an dieser Stelle sind, glaube ich, einfach mal anhalten. Und einfach mal ein bisschen auf dem Wasser treiben. So. Da dahinter kommt's dann. Wir jumpen jetzt hier mal rüber. Und warten. Er war jetzt auch nicht so unknapp. Jetzt kommt die Scheiße hier nochmal. Aber hier hinten trifft uns keins. Ah, die Bomben verfolgen uns. Da scheiß jetzt auf die Kiste. Guck mal, die Möwe verjagt. Ach, scheiß jetzt auf die Kiste. Der Kristall ist wichtig. Der Kristall ist wichtig. Und ich meine damit nicht den Komiker. So. Wow. Ja, dann haben wir aber auch schon ganz paar Kisten. Alter, war das knapp. Okay. Okay, 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 okay. Oh Gott. Schon wieder so ein Boot-Fuzzi. Schon ein bisschen mies manchmal hier, Leute. Aber wir haben es gepackt. Wir haben es gepackt. Also auf jeden Fall mal ein bisschen Abwechslung. Aber diese Level werden uns definitiv noch... fertig machen, bin ich mir ganz sicher. Ach, Leute. Ja, aber da haben wir ja jetzt die erste Welt, haben wir dann im Prinzip jetzt hier fertig. Kristall haben wir auch am Start. Pack ihn aus. Ja, er klebt an deinem Rücken. Okay, und dann können wir jetzt... Ach, nee. Hier zeigt es jetzt an. Jetzt kommt der Boss. Unser guter Kumpel Tiny Tiger ist am Start. Crash, Coco, hübsche Kristalle gestohlen. Tiny zurücknimmt in Gladiatorenarena. In der Gladiatorenarena?
Manchmal greift er zu aggressiv an. Ach was? Ah. Oh Gott, jetzt müssen wir erst mal wieder gucken. Es wird definitiv noch schwerer. Ganz sicher. Ah, jetzt wirft er. Halleluja! Lass die Löwen frei! Ob das Verwandte von ihm sind? Okay. Jetzt kommen ja die Löwen. Okay. Alter, das war knapp. Ey, first try, Leute, du ahnst es nicht. Oh, was gibt's denn hier? Drücke für einen stärkeren Bauchklatscher Kreuz zum Springen und konnte er das vorher noch nicht? Okay. First try. Wir haben Spirit Fingers. Es ist drin. Es ist drin. Ist ja gut jetzt. Naja. Haben wir die erste. Gut gemacht, Kinder. Ihr habt Tiny besiegt und das Tor zum nächsten Zeitreisegebiet freigeschaltet. Geht zurück zur Mitte dieses Zeitstrudels und speichert euren Fortschritt, wenn ihr möchtet. Dort werdet ihr sehen, dass das Tor zum zweiten Zeitreisegebiet offen ist. Naja, da haben wir auf jeden Fall den guten Tiny Tiger frisch gemacht. Und natürlich tun wir unsere Fortschritte einmal kurz speichern. Das ist doch vollkommen okay. Wenn er uns das schon sagt, dann werden wir natürlich auch auf ihn hören. Oh, was denn jetzt hier? Die Welt von Aladdin? Arabische Nächte, scheint der Mond auf das Land. Naja, jetzt habe ich den. Wieso musst du uns immer ein Dorn im Auge sein? Wer? Was? Wo war ich? Oh, Tiny war ein guter Kerl. Er hat zwar alles und jeden gehasst, aber er hatte dennoch ein gutes Herz. Sei in Zukunft bitte freundlicher zu meinen Handlangern. Naja, Jul. Guy Fitz, eine Nitro-Schaltkiste zerstört sämtliche Nitros auf einmal. Ach was. So, die Kröten mag ich persönlich halt auch nicht so. Der klassische Bodenquetscher. Was ist hier Merlin? Na, dann lass mal die Kröte halt. Da war ein Leben, oder? Nee, das ist das Holz. Oh, abgerutscht. Kommen wir da ran? So. Oh, Telefon, Leute. Und weiter geht's, Leute. Telefon klingelt halt manchmal. So eine Sachen passieren im Leben.
Das ist wieder der, der ein bisschen Probleme mit seinem Schwert hat. Merlin! Die Musik ist cool. Die gibt's auf jeden Fall. Oh, die Ziege war ein bisschen aggressiv. Da müssen wir aufpassen. Den Checkpoint haben wir. Leben überleben gibt's hier, ey. Bonus, Bonus, Bonus. Okay. Das ist schon ein bisschen heftiger, das Level, ne? Aber wir gucken einfach mal, was uns so erwartet. So gut. Netter Trick. Naja, aber die eine Kiste da halt jetzt nicht. Dann ist das so. Aber auf jeden Fall gibt es ein Leben. Über 100 Äpfel sind am Start. Das freut uns, freut uns, freut uns. So, das ist wieder so eine kleine Akro-Ziege. Die lassen wir auch einfach mal links liegen. Guck mal, da sind schon zwei, die nicht klarkommen. Das war eine ziemlich coole Aktion gerade. Ja, waren ja jetzt ein ganz paar Kisten, ne? Zwei. Naja. Dann ist das so. So, Leute, ein Level machen wir heute noch. Mein Zeitplan ist heute straff gesetzt, Leute. Aber das eine Level machen wir noch. Wir sehen ja gerade mal ein bisschen mehr wie 10 Minuten. Deshalb machen wir das definitiv. Kristall haben wir. Ich habe jetzt gerade echt überlegt, ob wir das jetzt, ob wir jetzt vergessen haben. Hang 'em High. Gab es doch bei Crash Bandicoot 1 auch so ein Level, was irgendwie so mit Hängen und so immer. Oder war es der zweite Teil? Oh Gott, ich weiß es nicht. Naja, gut. Gucken wir uns die ganze Sache mal an, Leute. Ich dachte schon. Er ist aber auch ein bisschen aggro, ne? Wer ist er? Ausnutzen. Na, das lief doch supi. So, das sind die Äpfel von dort, okay. Hier haben wir einen Checkpoint. Dann kriegt man das Vieh tot. Ich will es irgendwie gerade gar nicht ausprobieren. Kacke. Okay, man kriegt sie tot. Da ist auf jeden Fall schon mal unser Kristall. Hier ist ein Bonus-Level. Naja, haben wir doch noch das Beste draus gemacht.
Muss wenigstens die... Ah, da hätte es auch ein Leben werden können. Da war ich jetzt schon wieder ein bisschen zu schnell. Okay. Das war klar. Ah, da wäre ein Leben gewesen. Ja, dann ist das so. War jetzt meine eigene selber schuld. 27 Leben, Leute. Hier gibt es auf jeden Fall einen Checkpoint. Eieieiei, zum Glück haben wir hier Akku am Start. Das hätte auch ganz böse ausgehen können gerade. Naja, warum nicht, ne? Naja, hier geht's. Hab's geschafft. Ja, sehr schön. Ja, ich weiß, ist eine etwas kürzere Ausgabe heute, aber ich werde euch ganz einfach dann noch einen Teil vom Let's Play so schnellstmöglich hinterherjagen, also dass ihr da nicht wirklich jetzt eh zwei Tage warten müsst. Also es wird dann schnell weitergehen für euch. Das ist überhaupt kein Problem, Leute. Wir haben auf jeden Fall wieder gut was geschafft. Zwei Level und eine Endgegner. Endgegner? Ja. Ja, das läuft doch. Einwandfrei, Leute. Dann würde ich sagen, bedanke ich... Haben wir zwei Level gemacht? Ich muss jetzt gerade wirklich gucken. Ja, zwei Level und Endgegner. Super Sache, Leute. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge zum Let's Play. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ruhig mal einen Daumen da. Und ich würde sagen, wir sehen uns, Leute. Ciao. Macht's gut.